So, das haben wir wieder bei einer weiteren Runde Stuff und E-Hop. Yay! Mein Hirn ist bei 2-1G. Ey. Wie schaut's bei dir das aus? 146. Oh, cool. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Zeit dann wieder. Dort steht da hinten. Ach, wir haben Zeit? Ja, haben wir Zeit. Cool. Da, pass auf, ich mache jetzt noch, solange wir in der Dämmerung sind, werde jetzt noch Eis farmen. Haben wir noch Holz da? Ja, haben wir. Ah ja, da ist ja unser abgefackelter Kochtopf. Ja, abgefackelt. Tja, kann mich gar nicht erinnern. Man muss ja wissen, das ist ja schon wieder Zeit her. Ja, das stimmt allerdings, aber an das, das werde ich nicht so schnell vergessen, dass du den Kochtopf abgepackt hast. Ich gehe mal pennen, weil ich Hirndamage wieder auf. Ich tu das Eis einmal in den Kühlschrank. Achso, wir haben 26 Eis. Ja, ja. Jetzt einmal eins. Du isst Eis. 40 habe ich. 41. Ja, bringt sich sogar ein bisschen was. Ich habe mir überlegt, ich werde Mauern um die restlichen Buffalos da hinten bauen und um unser Lager wegen dem Wintertypi. Ah, ja, das, der Wintertypi müsste ja jetzt. Ist der Wintertypi eigentlich weg? Ja, wahrscheinlich schon, aber ich möchte es nicht riskieren, dass der nächsten Winter unsere restlichen Buffalos killt. Gut, wir haben da einen Haufen Klumpen herumfliegen. Du solltest mal checken, was wir eigentlich alles hier noch machen können. Ja, das Ding ist, wir haben das alles aus der Kiste aus. Du, weil du gemeint hast, du musst den Hund aufhackeln. Ey, wir haben zwei Kisten, drei Kisten, die sind alle voll und vorher haben wir auch nicht mehr gehabt. Ja, das nicht, aber... Echt, du hast nicht mehr gehabt? Nein. Fuck. Haben wir das ganze Zeug her? Übrigens, ja? Mit ganz Ohr. Ja, Ja, ich bin voll verwirrt geworden, lass mich kurz. Na, na. Aber M. Aber, Ist uns nicht die andere Maschine auch noch abgefackelt? Ja, die andere Maschine, aber das ist wurscht, weil mit der Maschine können wir das andere Zeug auch herstellen. Maschinen. Ja genau, die Elche steht noch. Genau. Und unser Thermometer ist uns abgefackelt, aber das... Aber da müsste noch genug da sein, ja. Wir sollten es trotzdem noch machen eigentlich gleich. Was denn? Gleich. Thermometer wieder basteln, was brauche ich denn dafür? Ein paar Gold und zwei Holzbricks. Holz haben wir gerade nicht so viel da. Okay, dann gehe ich Holz fahren. Ja, das du ja. Aber geh nicht oben. Ja, ich weiß was. Du hast ja den Typ hier. Ich hab gar nichts da. Ja, bei mir war der noch nicht da. Der ist dann auch gegangen, dann war er da. Der war auf einmal da. Hey, ich habe eine gute Idee. Was hast du? Oh Gott. Was ist das jetzt schon wieder? Deine Ideen gehen mir mittlerweile voll auf den Sack. Ist dir das eigentlich bewusst? Warum? Ich weiß es nicht. Ja, Rott habe ich dabei. Passt. Ich setze da mal wieder ein paar Bama auf. Hey, hast du die eigentlich schon fertilized? Was? Bist du das? Nein, du bist das nicht. Ich suche gerade unseren Typi. Den Baumtypi? Ja, sicher, der muss irgendwo da herumkreien, oder? Ja, vielleicht ist er wieder rumgegangen. Ich muss erstmal in einen Kochtopf bauen. Meine Fresse, pflanzt den Baum halt einfach hoch. Meine Güte, ab und zu stellt sich der Typ, wo es war, der letzte Typ auf der Welt. Oh, wir sind da Gacki? Ja, weiter. Oh, sie sind schon wieder prünftig. Vielleicht sagt die zweimal im Jahr prünftig, weiß ich nicht. Aber Gacki haben wir noch ein bisschen. Da haben wir da schlagen. Oh, Seeds sind immer lustig. Seeds brauchen wir wieder. Haben wir fast gar nicht mehr gehabt. So, ich mache jetzt nochmal ein paar Bammer rein. Vielleicht ist dann der Typi da wieder zufrieden. Der Kummer ist, verstehe ich bis heute noch nicht. Ja, wahrscheinlich, weil wir den halben Wald im Winter weggeholzt haben. Ja, ey, komm, wenn uns da alles abbrennt, gegen was auch immer, das weiß man bis jetzt immer. Also Feier habe ich diesmal keins gekriegt in unserem Lager. Ich bin diesmal vollkommen unschuldig. Apropos Feier legen. Ja. Wo ist unser Feuerstab? Das interessiert mich noch immer. Der steht Scheiße. Mittlerweile wieder rum. Letztes Mal cool. Habe ich extra eingeschoben, dass du den nicht mehr kriegst. War eine gute Idee, habe ich festgestellt. Aber ich hätte Fackeln auch noch wegnehmen sollen. Wegen dir haben wir keinen Kochtopf. Ey, das Zeug wächst jetzt schon wieder. Wie schön ist da?
Welches Zeug? Ja, ich weiß, dass das Zeug wieder wächst, deswegen habe ich jetzt Baum gepflanzt. Okay, ich habe 7 Holz. Das hat sich unlogisch umgekehrt. Aber egal. Was? Ja, das Zeug wächst wieder, ja, das weiß ich, deswegen habe ich ja gleich Baum gepflanzt. Ja, ich muss ja nicht alles verstehen. Ich habe das selber nicht verstanden, warum ich das gesagt habe, aber okay. Okay, also. Was ist wie Holz war das? Ja, die hat mich auch gerade ein bisschen schockiert. Wieder ganz viele Frosche ist da. Ja, ein verfallener Stein, wir brauchen Seide. Seide, okay. Ich oh Gott, das regnet schon wieder. Ja. Ach scheiße, ich habe kein Holz dabei. Warte mal, kann ich mal eine Axt bauen? Hier kann ich mir natürlich nicht, weil ich keine Flints dabei habe. Ja, die Flints haben wir 40, glaube ich, im Lager liegen oder so. Oh Gott, bin ich schon wieder ungeübt in den Bammerschlung. Och, ich muss was essen. Wo sind eigentlich unsere ganzen Seeds? Ich hab nur 2 im Inventar. Ich hab 2. Haben wir den Kühlschrank die eine da? Im Kühlschrank hast du das eine da. Ah, okay, im Kühlschrank habe ich das eine da. Ach, dann her, ein bisschen Fleisch ist auch noch drin. Ja, ich weiß. Dale Egg. Egg haben wir auch noch da drin, das gehört einmal verharzt. Wir haben gar keinen Kochtopf. Wo ist unser Holz eigentlich? Ich hab gerade ein bisschen was. Und das vorherige habe ich alles verbrennt. Wo ist. Ja, warte, da waren sie. Scheiße. Der Weihnachtsbaum, den lassen wir da stehen, das ist unser Glücksbaum. Halt beschlossen. Nicht mal ein bisschen ansiebeln? Warum machen sie eigentlich so kompliziert? Hast du jetzt alle Flints mitgenommen? Nein, in anderen Kisten sind da Flints. Ja, aber ich brauche nicht mehr Schaufel. Ja, die wird ja auch gerade hin. Ja, ein Hammer, Pitchfork, Laser. Bapp. Ja, genau deswegen wollte ich gerade auch anholen. Aber egal. Bapp. Ich brauche so Werkzeug immer dabei. Was ist in meinem Rucksack verstaut? Ja, du hast deinen Rucksack, sowas habe ich ja nicht. Da kannst du einen bauen. Ja. Aber bauen besser einen Rucksack, den Pick, ich weiß nicht, wie Pick haut. Ja, wir müssen erstmal Seide farmen. Seide, okay. Da habe ich natürlich keine Schaufel, obwohl da wäre nur Axt gewesen. Also ich will da nur Axt. Wie lange habe ich noch? Ah, ein bisschen geht noch. Ja, ein bisschen. Ein Baum schnell niederhatzen. Den da hat sie jetzt an. Es blitzt. Wir haben keine. Wir haben einen Blitzerbleiter. Wolltest du sagen, wir haben keinen Blitzerbleiter. Das war jetzt so typisch für uns, so lange Pause und wir sterben instant am ersten Tag. Das war so. Das war nicht. Ich habe schlechte und eine gute Idee. Was denn? Das sind 2. Was sind 2? 2 Baumtypen und die rennen mal brav hinten noch. Aha, was willst du mit den Jostein? Weiß ich noch nicht, die. Nix dich, Google! Es ist dunkel, es ist kalt. Ja, mach ein Feuer. Ja, Alter, schrei mich nicht an. Hätte ich nicht da, ich hab dir ganz höflich gesagt, mach ein Feuer bitte. Mach ein Feuer. Bist du nicht mehr in der Nähe gewinnen, hast du Feuer nach Feuer geschrieben. Ja, machst du? Da, ich geh mal dir das da und dann. Wow! Das hat dann haben wir einen Blitzerbleiter gebaut. Ja, wir haben die schlaue Idee gehabt. Ich hoffe, die kommen da jetzt nicht rauf. Ja, ich hoffe, du hast die jetzt nicht nochmal, ja? Ah, doch, die kommen rauf. Ich scheiß im Lager herum, solange wir nicht erwischen, haben wir kein Problem. Den kann man da her zum Aufwärmen. Ja, die scheiß im Lager rum, ein Scheißzeug. Ja, sicher. Solange sie nicht angreifen von uns, haben wir kein Problem. Da kommt der zweite. Ich locke jetzt einfach zu dem Typen da um mich. Welchen Typen? Zu dem... Hey, das ist ein großer und ein kleiner. Was? Zu dem... Rammer-Typen. Okay, nimm die Fucking mit. Vielleicht da... ich hab eigentlich genug Fucking, aber ist egal. Feier! Du feier eine! Die ja, verfolgen Emmy! Die verfolgen Emmy! Ja, wenn ich noch nicht hingehe, verfolgen sie mich. Also, ich stirb jetzt gleich. Danke. War nicht so leicht, die standen genau vorm Feuer.
Ich habe eine super Idee. Wow. Ich krieg Schaden. Geh mal auf Seiten. Alter, du brauchst nicht herumrennen. Denen ist die scheißegal, ob du da bist. Aha. Ja, mal gleich sehen. Tatsächlich, dann ist es wirklich scheißegal. Du hast den Holz, den wollte nicht kurz. Die war das. Ende. Da bist du. Das sind immer nur so Dreckskäutes. Ich tue dich auch. Nicht im Lager, keine Sorge. Hey, wo ist denn der Feierstopp? Ja, den habe ich quasi zweimal eingebaut, da. Wo? Hast du noch mehr geschlagen? Böser Typ. Aha. Wow. Ich krieg Schaden und mein Hirn leidet darunter, wenn ich da zwei weggehe vom Lager. Mach Feuer. Ja, wir stehen schon wieder auf dem Feuer. Ist echt schwer, dann Feuer zu machen. Der Bereich hat einen Regenschirm. Ja, ich kann leider nicht schauen, wie die zum Baum gehen. Ja, ihr müsst jetzt schauen, wie ich los damit. Ah. Funktioniert das? Alter, warum kriege ich Schaden da draußen? Ja, wahrscheinlich, weil du vorher mit Regen bist. Das ist aber sehr uncool. Ja. Geh mal her da denn. Hup, und weg geht's. Vielleicht leidet der Wald ein bisschen. Was du da unten gesehen hast. Das ist alles, was wir am Waldstück noch gehabt haben, gell? Mehr Holz haben wir nicht. Ja, wir bereicherten Seite. Für den Regenschirm. Na, haben wir keine. Das ist echt scheiße. Warum kriege ich Hirndamage, weil es ringt? Was für eine Krankenwelt leben wir? Zünd die weg, du sag du! Zünd! Bleibst du bei mir, wenn ich da herumzünd? Zünd! Ups! Mehr da. Zünd! Was für die Kulissen das bitte? Direkt von meinen Seeds. Huch! Yep. Alter, mein Hirn nimmt voll ab, leckt mich doch am Arsch. Dito, aber es hat aufgehört zum Ringer. Ich weiß nicht, wie man hier aufgekriegt, das ist das Problem. Ja, schlafen. Ich kann nicht schlafen, wenn die scheiß Riesen da unterwegs sind. Ja, dann musst du schauen, dass du es los wirst. Du Mistvieh, ich geh weg da. Meine Fresse, haben wir viel Gummibubbles. Oh. Greift die Umgebung an. Ja, du das hier. Die Umgebung greift mir an. Ah, cool, wie das. Achso, ist schon soweit. Wie schaut es mit den fetten Viecher aus? Ah, die kleinen Lockmüll unten in der Gegend herum. Also, ja, kurz zurückkommen, solange sie nicht verfolgen, geht's ja. Na, gleich wieder da. Jo. Nur weil du nicht im Einklang mit der Natur leben musst. Ja, weil was war jetzt mit deinem... Was war jetzt weg? Was war jetzt mit deinem Rammerviech? Ja, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ja, jetzt hier eigentlich ziemlich gerade runter. Neben dem Grasfeld geradeaus runter. Warum kriegst du so viel Hirndamage durch irgendwelchen Scheiß? Ich weiß nicht mehr, wie durch die scheiß Bauma wahrscheinlich, weil sie mich verfolgen. Ja, aber ich krieg natürlich auch Hirndamage anscheinend. Damit
Leute sind schon schwarz. Witt. Ewigel wird es alles leichter. Hast du schon gefunden? Ja, da ist was viel was Cooles unterwegs. Was denn? Wo denn? Wow, da ist ein Elch. Ein Elchente. Du für ein geiles Teil, Alter. Hast du auch die Elchente hinter dir gehabt? Ja, riesengroße Elchente. Wow. Ja, die hupfen mir gerade hinterher. Und da ist nur eine. Da sind zwei. Die kämpfen gerade alle gegeneinander. Da ist ein Ei von denen. Ja, was? Der Fuck. Okay, mit Elchente. Da schaut also Bam. Kann ich das nehmen? Boah. Oder das mit gleich umgreift? Nein, kann nicht. Die Elchente tut dem Bam nix. Oh, Bam, töte. Töte. Ja, das ist der Elchente scheißegal. Oh. Das wird immer gefährlicher. Wir werden sowas von eingehen jetzt. Schaut schlimm aus. Ich leg mich mit einmal. Na, du hast nicht, Alter. Lauf irgendwo hin, keine Ahnung. Wohin will denn laufen? Wir werden sterben. Keine Ahnung. Einsam krepieren. Lauf zu die Büffel. Vielleicht ja, bin ich gut. Laufen, aber die bringen ja alles um, Alter. Echt, die haben die Büffel umgelegt? Ah, die legen alles um, Alter. Die haben die scheiß Viecher unten gelegt. Wer, die Büffel oder die Enten? Na, die komischen Laserstreu-Typen, Dingsbums da. Achso, die haben die Barmer auch gegriffen. So, die Barmer sind die gar nicht gekommen. Na, es greifen gerade die Büffel an. Die Büffel greifen die Enten an, sagen wir so. Und die Büffel gehen gerade alle ein gegen dich. Ja, kann man vorstellen. Ich krieg Damage von den Schatten mittlerweile. Ja, kenne ich, aber bei mir geht's glaube ich wieder so einigermaßen. Ich glaube, wir haben wieder einen Fahrer. Ja, ich darf halt nichts mehr holzen, gell, da drunten. Alter, das greift mir immer noch. Oh, ja. Dummen Hut, die Win. Aua, sinkt immer noch. Ja, das wird jetzt die Nacht lang dauern. Ja, jetzt haben sie zwei. So, was haben sie zwei dann? Kann ich die angreifen? Ich kann sie angreifen. Willst du angreifen? Ja, probier's halt aus. Ja, du verscheißt dir dadurch. Aber oh, jemand kann wieder. Dann geht's auf mich los. Jetzt geht's auf mich los. Sie gehen auf mich los. Klappt dir irgendwas? Schlag auf die ein! Ja, was soll, warum soll ich auf die einschlagen? Die verfolgen mich schon die ganze Zeit. Die verfolgen sie immer, sie verfolgen mich! Ja, und dazu sie wieder hauen, dass wir. Ich wollte die nicht mehr angreifen. Oh, das. Schnauze! Alter, ich töte jetzt einfach. Töten! Töten! Jawohl, schaut gut aus. Gegner! Aua! Oh, ist getötet! Ja, finde ich voll cool. Jetzt wissen wir, wie man Nightmare Fool brennt. Gehen wir Schatten töten. Super. Super Idee. Was sagen wir mit Nightmare Fool? Wie ist das denn einmal? Hä? Ah, der Baum ist schon wieder da. Oh, da ist was anderes. Töten! Aber ich kann jetzt. Oh. Wow, das hat mich ziemlich gewarnhittet. Oh, Schuppen! Schuppen das Teil! Schuppen! Das interessiert ihn aber nicht. Ich töte ihn! Nicht die Wicke, nicht die Wicke! Ja, versuch's ja. Ja. Okay! Also, wir wissen, was jetzt im Sommer kommt. Riesengroße, hässliche Drecksenten. Schatten und alles geht drunter und drüber und wir sind so und so des Todes. Ich find aber cool, wie die Enten ausschauen. Die schauen super aus, oder? Aber dass die so früh kämen. Da muss doch irgendwo muss das Signale geben, wo die spawnen, oder? Die haben alles umgebracht da oben. Die haben die Büffeln umgelegt. Oh, da ist ich so gerade. Hast du das Ei von Erna schon gesehen?
Ich bin grad. Hast du das Ei schon gesehen? Ja, ich war ja da unten unterwegs erst. Oh ja, ich bin da vorbeigelaufen. Jetzt sind sie alle tot da oben. Voll das riesen Drecksei. Ja, schau, der holt es da jetzt um, ist den Baumwart. Ah, warte, der hat den Baum gemacht! Der hat den Baum umgebracht! Oh, hat er 300 Jahre gebraucht. Ui, was ist das für ein Holz? Doggy Living Lock. Hey, das ist das Living Lock. Wo wir nicht gewusst haben, wo wir es herkriegen. Warte mal! Wir können uns beleben. Einer von uns, ja. Da muss aber schnell sein jetzt. Schafft man das? Kein Plan. Du weißt aber, wo es ist, oder? Na? Ich glaube, irgendwo oben bei dem. Ja, den Weg jetzt eigentlich ziemlich entlang. Das war ja, hier irgendwo im Sumpf. Jetzt haben sie, da waren sie irgendwo. Na. Ja, da Schweinekopf. Ja, sind wir schon mal ziemlich richtig unterwegs. Oh Gott, wenn wir das jetzt so schaffen, ich da so lachen. Schweinehaut, da oben was. Ah, oh, ich bin da. Wow! Okay. Hey, das ist nicht für ein Move voll mit. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Nein, ich laufe jetzt vorher raus. Und das nehmen wir alles mit. Okay. Du laufst jetzt da raus, hast du gesagt. Ja, ich nehme das aber trotzdem noch mit. Das ist Skin, die brauchen wir. Wir haben die Umbrella. Wir haben einen Fuck. Na, wir brauchen Seide und Skin. One Skin und ganz viel Seide. Du lässt den ja gerade genau einige. Ja, super, was bist du? Ja, ist ja klar, Moskito auch noch. Fickt euch doch alle! Ja, du bist ja schön drauf zugelaufen. Ja, ich habe ja gewusst, dass mich das alles angreift da draußen. Ja, Moskitos sind ungefähr meistens stichig. Bleib von den Entenhunden weg. Hab ich vor, Alter, hab ich vor. Okay, das haben wir. Genau. Der Baum greift mich nicht mehr an. Na, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja. Bis dann. Ciao, ciao.